Елена. Елена, я вас подключаю. Так, сейчас один звук включила. Ага. Окей, супер. Просто вы сначала там выскочили вместе с Эйна еще не ушла, а у вас уже видео включилось. Немножко просто другая система, поэтому я сама тут мучаюсь, сижу постоянно на контроле. Окей. Also, jetzt ist ein bisschen Werbung, Елена, warten Sie eine Sekunde. Also, das ist unser letztes Interview und danach, wenn beim Interview Interesse da ist und Sie möchten die Frauen ganz gern kennenlernen, kontaktieren Sie bitte mich. Und sonst, wir machen am Samstag, jeden Samstag eine Online-Single-Dating-Party und dann können Sie auch Frauen live kennenlernen und mehr Frauen kennenlernen. Okay, also Jelena spricht Deutsch, Jelena wohnt in Deutschland, deswegen wir müssen uns nicht anstrengen, beziehungsweise ich muss mich nicht mehr anstrengen, ich muss nicht mehr übersetzen, ich muss nicht wirklich meine Dolmetscher-Tätigkeit in Frage stellen, ich kann also meine Fehler auch weitermachen. Okay, Jelena, also Sie stellen sich vor und dann warten wir auf die Fragen von unserem Publikum. Ja, ich heiße Jelena, ich wohne in Deutschland seit einigen Jahren. Ich komme aus der Ukraine und teilweise, meine Familie teilweise wohnt auch hier in Deutschland, nicht alle, aber viel. Als Betriebswirtin arbeite ich nicht hier. Ich arbeite aber mit Rechnungen, mit fremden Rechnungen, nicht mit meinen Rechnungen, als Rechnungswesen. Und mit dieser langweiligen Arbeit bin ich zufrieden, aber ich mache auch die Leute, nicht nur Papier, nicht nur Zahlen. Ich arbeite viel ehrenamtlich und das macht mir Spaß. Und ich kombiniere meine langweilige Job, ehrenamtliche Arbeit und Familienkomfort. Und das klappt sehr gut. Ich habe auch zwei Kinder. Und in meinem Leben, ich sehe, oder im ersten Moment immer, in alles und in alle nur gute Seiten. Das ist klar, alle von uns haben auch genauso ja, die Ecke und der Rand, ja, aber... Jelena, eine Sekunde, also man hört sie nicht so gut. Könnten Sie vielleicht etwas näher zum, oder vielleicht haben... So ist besser? Ja, auf jeden Fall, viel besser, weil es war, also Micha schreibt, das ist zu leise, also ich habe gedacht, nur bei mir kommt es so an. Also Erik fragt, also bis wir weitermachen, Erik fragt, in welcher Stadt in Deutschland wohnen Sie? In Jülich, das ist zwischen Köln und Aachen. Mhm. Ja, neben Düren. Mhm. Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ja. Ich habe in Köln gewohnt ein paar Jahre und jetzt wohne ich in einem kleinen Stadt. Ich komme eigentlich aus einer ganz großen Stadt in der Ukraine. Ja. Ich habe in einer großen Stadt gewohnt und hier in Deutschland auch in Köln. Aber jetzt genieße ich in diesem Leben in einer kleinen Stadt. Okay, also wirklich interessant, weil aus meiner Erfahrung kann ich sagen, die meisten Frauen sagen, ja, in einer kleinen Stadt in Deutschland, ich bin doch ein Großstadtmensch. Aber das ist Quatsch. Also in Deutschland, in kleinen Städten ist das Leben viel besser als in Großstädten. Okay, was machen Sie, Jelena, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Meine Freizeit, das ist mein ehrenamtlicher Job, meine ehrenamtliche Arbeit. Seit 2010 habe ich zwei Richtungen als russische Einwohner in dieser Stadt. Ich bin Mitglied im Integrationsrat unserer Stadt. Ich bin wie eine Brücke zwischen russischsprachigen Leuten und unserer Stadtregierung. Und da mache ich auch viel. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, den großen Talentwettbewerb zu machen. Ja, besonders mit Leuten, mit Kindern, das Kindertalentwettbewerb, sondern mit Kindern, aus Familien, aus anderen Ländern, die aus anderen Ländern kamen. Ja. Damals hatten wir noch keine Flüchtlinge, aber
In unserer Stadt wohnen 120 Nationalitäten. Echt? Ja, wir haben riesige Forschungszentrum. Mhm. Und von da kommen ja viele Einwohner aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Städten. Aber wie viele Einwohner insgesamt? 34.000. 34.000 und 120 Nationalitäten? Genau. Wahnsinn. Und gleiches Jahr, 2010, habe ich einen großen russisch-deutschen Verein gegründet. Wir haben eine große russische Schule für Kinder, Samstagsschule. Und ja, das ist große, nicht nur Schule, wir machen viel, viel Freizeitangebote, auch viele Feste. Große Feste, Stadtfeste, aber auch unsere russische Feste, auch für Kinder und für Erwachsene. Und das mache ich sehr gerne, weil in der Ukraine habe ich im Volkstheater gespielt. Das war auch ehrenamtlich damals. Und die Bühne, das ist mein Hobby. Okay, also Jelena, Sie haben auf der Bühne gespielt. Was ist Ihre Lieblingsrolle, also im Theater? Was ist die Rolle oder andere, also die Lieblingsrolle, das ist die erste Frage. Und zweitens, welche Rolle möchten Sie gern spielen? Ich habe in unterschiedlichen Theaterstücken gespielt, Märchen und für Erwachsene. Mhm. Und ja, meine Lieblingsrolle war Eiskönigin. Echt? Ja. Aber Eiskönigin von dem Musical, also von diesem Zeichenstrickfilm, oder die erste, die Haupteiskönigin? Normale. Die Märchen, ja. Mhm. Und ich spiele gerne auch Hexen. Okay. Und können Sie mit dieser Hexenstimme auch sprechen? Ja, jetzt spielen wir was Süßes. Oh, ich finde, möchte jetzt mitspielen. Ja, die Eiskönigin spricht auf keinen Fall mit dieser Stimme. Eiskönigin muss richtig harte Stimme haben. Ja, also die richtige Eiskönigin. Und was möchten Sie gern spielen? Also vielleicht also ein Stück, und Sie träumen wirklich davon, als diese Person mal auftreten zu können. Ich möchte gerne einmal auf Deutsch spielen. Mhm. Okay. Ich habe mich nicht getraut. Vor ein paar Jahren hat ein Regisseur mir angeboten, mitzuspielen. Ich habe mich nicht getraut, weil mein Deutsch ist nicht für die Bühne, habe ich gesagt. Ja, das Doch. Ja, ich hatte auch so gesagt, aber es ist so, das ist auch ein Punkt, was mir fehlt in meinem Leben jetzt. Unterstützung. Genau in diese Richtung. Ja? Nicht finanzielle Unterstützung, nein. Nein. Solche Sachen, ja, ich habe so viele Ideen, jetzt schreibe ich auch zum Beispiel einen Businessplan. Ich habe jetzt Idee, was ich nach diesem neuen Start machen möchte. Mhm. Und ich brauche diese Anerkennung, ich brauche diese Unterstützung. Doch, du kannst das, ja, aber... Nee, also ich denke, in Ihrem Fall, das ist nicht unbedingt Anerkennung und nicht unbedingt Unterstützung, aber ein bisschen pushen. Jemand, der sagt, geh und du. Ja. Also geh und mach es. Also nicht, zweifle nicht. Weil natürlich, wenn man alleine ist und wenn man alles unter einen Hut bringen sollte, natürlich es ist Moment, ich weiß nicht, soll ich das machen oder vielleicht auch nicht. Und die Aufgabe des Partners ist, du machst es. Du machst es, ich mache dir den Rücken frei, geh und mach. Ja. Das ist auch eine ehrenamtliche Arbeit, ja, aber wenn ich für jemanden mache, ich mache gerne für jemanden etwas. Das macht mich glücklich, wenn ich für jemanden etwas machen kann. Und wenn ich für jemanden mache, dann habe ich Kraft, dann bin ich hart und ich gehe wie ein Panzer. Aber für mich
Da fehlt mir vielleicht diese. Ich weiß, was ich meine, aber es ist wirklich bei vielen Menschen so, die sind bereit, für jemanden anderen zu kämpfen und wirklich wie ein, also wir sagen, wie ein Panzer, T-34, aber für sich selber, ja, okay, ich traue mir das nicht zu. Und das ist menschlich, das ist normal. Deswegen die Aufgabe des Partners ist zu sagen, ja, du bist es wert, mach es. Versuch es, mindestens versuch es, dann weißt du Bescheid, ob das klappt oder nicht. Aber die Ausrede mit der Sprache, also ich bin wie Regisseur, ich würde auch sagen, also das ist absolut, absolut genug für die Bühne. Und ja, also wenn nächstes Mal ein Angebot von einem Theaterregisseur kommt, rufen Sie mich an und ich sage Ihnen, machen. Ich gehe, sehe es, wir sind noch im Kontakt. Er hat große eine Schauspielschule und ja, er fragt mich immer wieder und bist bereit. Ja, aber ich denke, jetzt ist es schon Zeit. Ja, da braucht man ein bisschen noch Zeit für sich selbst. Ja, jetzt kann ich. Ja, jetzt muss man gucken, was für Rolle passende Rolle. Ja, weil es ist klar, mit meinem Akzent und vielleicht mit Fehler, weil wenn ich auf die Bühne spiele, da kommen sowieso neue zwischendurch. Dörte, ja, nicht Wort zu Wort. Also es ist Shakespeare zum Beispiel spiele, ja, dann klar, dann muss ich Wort zu Wort sagen. Aber im modernen oder normalen Theaterstück, da kommen sowieso einige Wörter und wenn ich einen Fehler mache, Man trainiert das vorher. Es ist kein spontanes Auftreten, man trainiert es. Also ich finde es alles super, erstens. Und zweitens, ich denke, es ändert sich ein bisschen die Einstellung zu der Sprache, weil vorher hat man erwartet, also okay, nur die Deutschen mit dem deutschen Akzent. Aber ich finde es total süß, wenn jemand Deutsch mit dem französischen Akzent spricht oder mit dem italienischen oder Russisch mit dem deutschen Akzent. Also ich finde diese Akzente, diese Mischung, die macht es an. Und da kommt wirklich ganz andere Welt zusammen. Besonders in Ihrer Stadt, wo 120 Nationalitäten auf 34.000 Einwohner. Wie ist das möglich? Okay, Jelena, erzählen Sie uns bitte, was für ein... Okay, also die erste Aufgabe des Mannes, Sie zu pushen, damit Sie mehr trauen als alleine. Was erwarten Sie noch von dem Partner? Optimismus. Ja, weil wenn der Partner pessimistisch ist, dann das nicht für mich. Ich bin sehr, sehr humorvoll und pessimistisch. Wie ich gesagt hatte, ich sehe in alle Situationen die gute Seite. Und mit Pessimist ist es schwer weiterzugehen. Ja, das nicht für mich. Ja. Egoismus auf keinen Fall. Mhm. Ja, der Partner muss sprechen und kommunizieren, ja, und unser Leben absprechen und nicht langweilig machen. Ja, das, für mich ist es wichtig, dass die Leute miteinander und füreinander leben, ja? Mhm. Und alle Situationen absprechen und Kompromisse finden kann man immer. Mhm. Ja, auf keinen Fall aggressiv. Ja, das fehlt mir. Das ist für mich ja aggressiv und sehr emotional wahrscheinlich. Ja, sowas. Das nicht. Die Lüge, das ist auch nicht für mein Leben. Ich spüre das. Ich bin selbst sehr offen und direkt. Und die Lüge, besonders wenn das Familien, das passt nicht für normale Familien. Mhm.
Ja, klar. Okay, dann Juliette. Ich mache auch die Manager auf die Raupen. Ich auch nicht. Ja, das, leider, ich sehe viele Männer rauchen, aber die sind mit gutem Charakter und so weiter. Aber für diese Leute kann ich arbeiten, aber nicht zusammenleben. Okay, dann die letzte technische Frage. Wie alt kann der Mann sein? Also bis wie viele Jahre alt? Und was Sie dazu sagen, wenn der Mann Kinder hat? Würde man was? Wenn der Mann Kinder hat. Ja, ich suche einen Partner. Ich suche keinen Vater oder keinen Sohn. Ja, das ist dieser Unterschied. Alte, kein Vater und kein Sohn. Ja, das muss ein Partner sein. Kann ein bisschen jünger, kann ein bisschen älter sein, aber nicht zu alt. Ja, weil ich möchte, dass diese Unterschied nicht spüren. Ja, okay. Das ist egal, was steht im Pass, was steht in meinem Pass, spüre ich selbst auch nicht. Ja, deswegen ja, sage ich, dass von Charakter, von inneren Zustand, ja, dann brauche ich keinen Vater. Kein Vater und keinen Sohn. Okay. Aber den Kindern, das ist kein Problem, ja, weil ich habe auch zwei Tochter, die sind noch nicht erwachsen. Ich denke, dass kein Problem, ich liebe Kinder, leider habe ich nur zwei. Ja, das ist schnell vorbei mit den Kindern, glauben Sie mir. Ich habe vier und zwei sind schon erwachsen. Das ist wirklich ein paar Jahre und dann ist alles vorbei. Okay, Jelena, vielen, vielen, vielen Dank. Also ich wünsche wirklich sehr viel Erfolg in dieser Theatertätigkeit. Ich sehe Sie schon auf der großen Bühne und die großen Plakate. Und dann werden wir stolz sein, Autogramme von Jelena zu bekommen. Ich wünsche dann Ihnen schön und ja, also alles Gute zum Muttertag. Von Muttertag. Das ist auch so. Ja, danke. Und dann schönen Abend noch. Dankeschön, noch schönen Abend.